Hallo und herzlich willkommen bei Hairtalk, eurem 1x1 für die Haare. Mein Name ist Alexander, euer Friseurmeister seit über 20 Jahren. Heute soll es um das Thema gehen, Haaröl vor dem Glätten, bietet euch das einen Mehrwert? Oder ist es eher so, wie wenn ihr ein Steg brutzelt? Jetzt nun zur Erläuterung. Viele von uns glätten sich täglich die Haare oder 2-3 Mal die Woche und bringen sie so in eine glatte Form oder auch mit leichten Wellen. Dass eine Vorbehandlung hierbei vonnöten ist, ist natürlich selbstverständlich. Wir waschen uns die Haare, wir tragen Conditioner auf, dass es gut kämmbar ist oder eine Haarkur oder Leave-In pflegen. Und nun meinen viele, hier ein Haaröl auftragen zu wollen. Das ist natürlich möglich, aber in der Tat ist es so, wie wenn ihr einen Steg brutzelt. Das könnt ihr euch so vorstellen, das Fett in der Pfanne, das Gargut, die Hitze sehr direkt. Und so ist es auch beim Haaröl in Verbindung mit dem Glätteisen. Weil wenn ihr das Haaröl kurz vor der Glättung auftragt, dann haben wir noch am Haar und im Haar sehr viel Öl. Und wenn wir dann mit dem Glätteisen, mit den zwei heißen Eisen direkt am Haar arbeiten, was es ja auch schlussendlich vonnöten ist, dann verbrennt das Öl und es entsteht eine viel größere Hitze, wie beim Erhitzen von Öl eben normal ist. Ja, der Aggregatzustand verändert sich hierbei. Und dass dies dem Haar schlussendlich nicht zuträglich ist, sollte selbstverständlich sein. Aber dennoch fallen viele auf diesen Mythos herein. Es wird auch von vielen Kollegen empfohlen, aber an der Stelle wollte ich euch lediglich die Erkenntnis bieten, dass es hierbei euch keinen Mehrwert bietet. Eher so, dass es dem Haar schadet. Was tun wir nun, um das Haar zu schützen, um den Feuchtigkeitshaushalt etwas zu regulieren? Wir sollten im Vorfeld nach der Haarwäsche eine Feuchtigkeitspflege auftragen, eben in Form von einem Leave-In-Produkt oder von einem Fluid oder der Haarkur nach der Haarwäsche, wo es bereits enthalten ist. Dann gibt es von der Industrie und auch Friseur-exklusiv selbstverständlich bei eurem Friseur Hitzeschutzsprays, die aufgetragen werden, um das Haar vor der Hitze des Glätteisens etwas zu schützen. Ich sage etwas zu schützen, weil es natürlich nicht zu 100% sein kann. Deshalb auch an der Stelle das tägliche Glätten, auch mit Hitzeschutzsprays, sollte eher die Ausnahme sein. Hier sollte darauf geachtet werden, meine lieben Freunde, dass das Glätten vielleicht 2-3 Mal die Woche stattfindet. Und wie bereits erwähnt, ein Hitzeschutzspray im Vorfeld, dann glätten wir die Haare, schöne Passés von unten nach oben und wir ziehen das Glätteisen in einem Stück durch. Wir bleiben nicht zwischendrin stehen, setzen ab, fassen nach. Das ist häufig auch ein Problem beim Glätten, dass wir nicht in einem Stück durchziehen, sondern zwischendurch stehen bleiben. Wenn ihr nun dies beachtet, im Vorfeld die richtige Pflege aufzutragen, die richtigen Schutzmechanismen zu ergreifen und auch beim Glätten final
wie ich schon erklärt habe, nochmal das Glätteisen in einem Rutsch durchzuziehen bis in die Spitzen, dann ist es vertretbar. Und auch hier möchte ich euch ans Herz legen, schaltet das Glätteisen bitte nicht auf die höchste Stufe. Schaut, was für ein Haar habt ihr? Habt ihr eher feines Haar oder eher sehr dickes Haar? Je feiner das Haar ist, desto weniger Hitze benötigt ihr, um die Haare zu glätten. Und dementsprechend, wenn das Haar nun dicker ist, braucht ihr etwas mehr Hitze. Aber auch hier föhnt das Haar vor, in jedem Fall, bevor ihr mit dem Glätteisen arbeitet. So ist der Einsatz des Glätteisens nur auf einen kurzen Zeitpunkt dessen beschränkt. Was gibt es hier noch zu sagen? Haaröle, wie im Vorfeld schon erwähnt, bieten euch hierbei keinen Mehrwert beim Glätten der Haare. Es schadet euch eher nur. Wenn ihr aber, sage ich mal, föhnt, die Haare föhnt über die Rundbürste oder Locken aufzukneten mit dem Diffusor, dann könnt ihr selbstverständlich gerne diese Öle verwenden, weil hierbei die direkte Hitze durch zwei Stahlplatten an den Haaren eben nicht gegeben ist. Und auch beim Föhnen mit dem Diffusor oder auch mit der Rundbürste möchte ich euch hier auch ans Herz legen, hier auch bitte an die Hitze zu denken. Nicht Vollpower draufhalten, bis das Haar qualmt oder sonstiges passiert, weil da verabschiedet sich schlussendlich der Festiger und dann wird das Haar angegriffen. Auch dieses Phänomen wird mir immer häufiger aus der Praxis berichtet. Ergo als Fazit, achtet auf die Hitze und beim Glätten kein Haaröl, sondern ein Hitzeschutz, der speziell für diese Geschichte geeignet ist. So bleibt euer Haar vital, geschmeidig und auch gesünder. Ich hoffe, euch hat das Video einen Mehrwert geboten. Dann würde ich mich um einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Thema interessiert oder die, für die es hilfreich sein könnte, so teilt es doch mit denen. An der Stelle würde mich jetzt natürlich brennend interessieren, wie macht ihr es? Benutzt ihr Haaröl zum Glätten oder verwendet ihr Hitzeschutzsprays? Einfach unten in die Kommentarsektion. Wenn an der Stelle noch Fragen offen sind, die bislang nicht beantwortet wurden, so würde ich mich auch hier über einen Kommentar freuen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, so hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch, euer Alexander von Hairtalk, dem 1x1 für die Haare.